Ja, also der Erste überschlägt sich erstmal und landet, naja, ein paar Treppenstufen tiefer auf dem nächsten Absatz. Noch ein Stück weg von euch und der andere stolpert über ihn drüber, aber wird vermutlich schneller wieder aktionsfähig und bei euch sein als der andere. Und erinnert mich daran, dass ich das mit Position und Effekt nicht vergesse, auch wenn es über Pistolenkugeln läuft. Denke ich, dass dieser Teil gleich sein sollte. Ich glaube, hier gibt es ja keinen Position und Effekt. Es ist ja nur das dann links. Es ist ja kein Action Roll. Stimmt. Sicher? Es ist kein Also Action Roll. würde ich auch so sehen. Also ihr denkt, es sind nur Action Rolls, wenn ein Attribut beteiligt ist? Ja. Und Ja. ich kann es ja auch reaktiv tun. Und Action Roll ist ja nur etwas, was ich. Genau, Ich würde sagen, es ist nur dann ein Action Roll, wenn ein Attribut beteiligt ist. Denn beim ich kann ja hier auch Widerstehen. nicht, richtig, ich kann ja hier auch nicht ein mittelgutes Ergebnis würfeln. Also ich kann nicht close sein. Entweder ich pack's, indem ich meinen Zielwert treffe, oder ich pack's nicht, indem ich ihn nicht treffe. So, Stimmt. Ich glaube, ich kann nicht das ist, critten, ich ich kann glaube, das keine ist ein mittlere gutes Konsequenz Argument. nehmen. Und wenn ich das nicht habe, habe ich einen Action Roll. Okay, gut. Kostet Schießen dann Stamina? Nein. Nein. Kugeln. Also, wie Schießen gesagt, kostet nur Munition. dieses Spiel ist mehr Ressourcenmanagement, als ich erwartet hätte. Und ja, in diesem Fall ist es halt die Ressource Munition. Ich habe ja meine Ressource Stamina zum Glück wiederhergestellt durch die Konsequenzen. Stimmt. Du hast Ja. ja, du hast ja nur einen wütenden Hund am Arm baumeln. Alles fluffig. Genau, deshalb warte ich jetzt, dass die anderen den töten, dass ich dann wiederum die anderen Hunde töten kann. Aber Zensus und, nee, Quatsch, erst ist Harry dran. Harry hatten wir noch nicht. Genau. Ja, ich würde gern Magnus ein schönes Hundekopfarmband verpassen. Und damit dann im Nacken des Hundes das überflüssige Gewicht entfernen. Das wäre eine alternde Form von, also dann. Also du gibst Samina aus. Genau, ich nehme zwei Stamina, um den Saw Spear benutzen zu können. Ich weiß nicht, ob der Untote gleichzeitig auch ein Biest sein kann. Ich glaube, er zählt nicht mehr als Biest, wenn er untot ist, oder? Nein, also ich glaube beides auf einmal. Ich glaube, hier überwiegt Untot. Gut. Aber dadurch, dass du die zwei Stamina ausgibst, bekommst du ja sowieso schon erhöhten Effekt. Ich hatte gesagt, er wäre eigentlich limited. Damit geht er auf Standard hoch. Möchtest du noch etwas tun, um auf Greater zu kommen? Denn ansonsten wird es dir nicht gelingen, den Hund mit einem Hieb zu töten. Deine Möglichkeiten sind, du könntest dich selbst in eine verzweifelte Position bringen, aber das musst du mir erklären, wie du das hinkriegst. Oder du könntest dich pushen, wenn du noch ein Stamina ausgibst. Ich hätte eine Idee für die verzweifelte Position. Dann sagt uns Harry, was er machen möchte und die Idee braucht. Genau, er packt sich den Hund unterm Arm, damit er schöner hochgehalten ist, damit die Säge einfacher durchgestochen werden kann. Also den Push. Damit sind dann die drei Stamina. Okay, alles klar. Das heißt, bei wie vielen Würfeln bist du dann? Das sind dann drei, wenn ich Prost. Alles klar. Da ist die 6. Dann ist die 6, ja. Gut. Dann, ich habe verstanden, dass du ihn buchstäblich einen Kopf kürzer machen wolltest. Genau. Und den restlichen Körper unterm Arm hängen habe jetzt. Gut, es ist tatsächlich so, wie du es beschrieben hast. Und zwar, ja, du hast den Kopf vom Körper getrennt, aber das Gebiss des Hundes, also sein Schädel, hält weiter eisern fest. Auch wenn Magnus sehen kann, wie das Licht in den Augen des Wesens langsam schwächer wird. Ups. Ja gut, macht mir aber keinen Schaden. Ich kann jetzt gerade nur meine Waffe nicht Noch. benutzen. Ja, alles entspannt. Gut, dann sind alle einmal durch und die anderen beiden Hunde rappeln sich langsam hoch. Hätte jemand die Güte vielleicht? Ich Sagt tue, was ich Baldrick, kann. während er sehr, sehr energisch neues Pulver in seine Pistole rammt.
Ja, ich mach schon. Verdammte Scheiße, aber auch. Ich nehme mein Gewehr, lege an und möchte mit zwei präzisen Schüssen auf die Wunde schießen. Möchtest du nochmal einen Stunt versuchen, oder was hast du vor? Denn umbringen kannst du sie damit nicht, dafür brauchst du eine Nachkampfwaffe. Das macht keinen Sinn, sie einfach nur die ganze Zeit an, ne? Aber da ich nicht kein guter Nahkämpfer bin, probier ich einfach mal einen Stun. Und vielleicht kann einer unserer anderen Gefährten die dann erringen. Hoffentlich unser guter Magnus, der dort der Kräftige von uns ist. Ja, ne Magnus! Ich glaube, absolut in den Boden rein, Leute. Ja. Ich glaube, Terra hält das aus. Damit kann ich leben. Muss ich mir einen der Hunde speziell als Ziel aussuchen, oder? Also ich bin nicht der Meinung, dass du zwei Schüsse abgeben kannst, weil das wären irgendwie zwei Aktionen, zwei Würfe. Also ich denke, du musst dir einen von beiden aussehen. Alles klar, dann nehme ich, ist irrelevant, such dir einen aus. Ich lauf ein. Und legst auf den an, der sieht, wie du die Waffe hebst und drohend die Lefzen, die nur noch auf der einen Seite vorhanden sind, hochzieht. Ja, ich lege an, zwinker ihm noch einmal zu und würfel mit einem D6, oder weil ich nur eine Kugel schießen kann? Du kannst so viele Kugeln abschießen, wie du möchtest. Also, wie du hast. Ich nehme an, dass es irgendwie, das Gewehr hat irgendwie entweder halt dann einen Bolzen oder einen Hebel oder so. Dann schieße ich auch mal zwei. Vielleicht ist das auch eine schlechte Entscheidung, weil ich nicht weiß, wo ich die Kugeln herkriegen kann, aber das finden wir gleich heraus. Du kannst aus deinem Mandolier neue Silberkugeln rausziehen. Oh, das sieht gut aus. Und 5. Die 5 ist geschafft. Ein Gewehr, ja. Genau. Ja, die 5 ist geschafft. Du triffst den Hund seitlich am Kopf. Und obwohl er untot ist, scheint ihm das nicht so gut zu bekommen. Es reißt ihm den Kopf beiseite. Und der Hals hängt jetzt irgendwie in einem ganz unguten Winkel nach unten. Es hat ihn nicht ausgeschalten, aber er sieht so aus, als müsste er sich erstmal neu orientieren. Weil oben plötzlich unten ist. Kopf hoch, Hündchen, ist das gleich vorbei. Ich glaube, ich werde die Gelegenheit nutzen, um meine Axt auszuklappen, während die noch ein gutes Stück von uns entfernt sind und während er jetzt da gerade still steht, einen guten Hieb auf ihn zu setzen. Gut, ja. Ohne mich irgendwie aus der Deckung meiner Kameraden herausbewegen zu müssen. Also du möchtest den Gestunten angreifen, ja? Ja. Das ist logisch, oder? Das die Axt hat ja Long Range, oder? Richtig, die hat die lange Reichweite, ohne mich halt, wie gesagt, irgendwie exponieren zu müssen. Denn ich will jetzt nicht auf die beiden zurennen. Okay, pass auf. Ich erkläre dir die Situation. Um an den Hund ranzukommen, musst du auf jeden Fall ein paar Treppenstufen nach oben rennen. Du kannst außerhalb der Reichweite des gesandten Hundes bleiben. Aber der andere Hund ist voll aktionsfähig und könnte dich angreifen. Aber ich habe ja Long Range. Ja. Ich habe noch eine ganz generelle Frage. Werde ich immer noch von dem Hund blockiert, den der gute Harry eben in Teile geschnitten hat? Oder kann ich meine Nahkampfwaffe wieder benutzen? Wie schwer ist so ein Hundekopf realistischerweise? Sagen wir so, es fühlt sich nicht gut an. Du könntest deine Waffe auf jeden Fall benutzen, aber ich denke, es würde wegen Schmerzen auf den Effekt drücken. Okay, ja gut, da ich ja einen doppelten Effekt habe, dann ist es in Ordnung. Damit komme ich klar. Nochmal zu mir und meiner Axt zurück. Ja. Die hat doch Long Range, wenn ich die alternative Form benutze. Ja. Reicht das dann? Wie gesagt, also der eine Hund könnte immer noch an dich ran. Also diese Biester sind nicht super mega stark, aber sie sind sehr flink. Ja gut, aber die Idee hier ist ja, dass ich mich nicht aus dem Pulk meiner Kameraden rausbewegen muss und jemand anders denen hoffentlich Schulter checken kann. Und ich nicht jetzt einsam und verlassen auf einer Treppe stehe und dann gefressen werde. Ja okay, das verstehe ich. So, reicht die Länge, ja oder nein? Nein, dafür sind sie zu weit weg. Aber vielleicht möchte sich die ganze Gruppe vorwärts bewegen. Also dieses System sieht keine Bewegung. Ich weiß, aber dann wartet Baldrick erstmal ab, die Hände um den Axtgriff gelegt und harrt der Dinge, die da kommen.
Gut, dann würde ich gerne Folgendes tun. Und zwar, ich habe ja noch den Hundekopf, der sich ja in meinen Arm verbissen hat, oder in meinen Handschuh besser gesagt, meine Lederkluft. Ich würde den gerne packen und das Gebiss mit aller Gewalt auseinanderreißen, sodass quasi der Kopf dann von mir abfällt. Und ich weiß nicht, ein Stamina dafür ausgeben und einen Prowess-Wurf. Würdest du mir das zulassen? Also es scheint mir auf jeden Fall eine Probe zu verlangen. Und ich denke, wenn du eine 1 bis 3 hast, dann wirst du wahrscheinlich Schaden kriegen. Und wenn du es mit Prowess versuchst, ist das Risiko natürlich höher, dass du dich selbst verletzt. Ich muss es nur gerade in Regeln gepackt kriegen. Also ich glaube, mit etwas mehr Finesse wäre das Risiko geringer, sich zu verletzen. Finesse haben wir ja gar nicht als egal. Ja, genau. Aber wie gesagt, du hast wahrscheinlich gerade auch keine Zeit. Und also, nee. Ja, it is. Okay. Dann würde ich den Versuch desperate machen. Okay. Aber wenn es gelingt, dann, naja. Also du wirst in jedem Fall los. Die Frage ist nur, ob du Schaden kriegst. Perfekt. Dann würde ich gerne meine Violent Past, meinen Effekt, wenn Physical Violence... Weil das ist definitiv Physical Violence. Genau. Würde ich gerne ummünzen, um meine Situation weniger gefährlich zu machen, weil ich natürlich mit Straßenschlägereien und räudigen Kötern häufiger zu tun hatte und weiß, was ich tue, wenn ich das Ganze auseinanderreiße. Okay. Gut, dann ist es nicht mehr desperate, sondern... Risky, ihr seid im Kampf. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal. Prowess 3W6. Und das zweimal die 6. Das ist ein Crit. Wow. Ja. Gut, ja, dann kannst du ihn auf jeden Fall entfernen, ohne Schaden zu nehmen. Beschreibe, wie du es tust. Ja, ich packe mit der einen Hand unten an die Lefze, klemme mir währenddessen den Hundekopf zwischen meiner Seite und, naja, dem Arm, in dem er sich verbissen hat, ein und reiße einmal mit einem kurzen Ruck das Kiefergelenk auseinander, sodass dann der Hundeschädel in zwei Teilen quasi abfällt. Gut, der Oberkiefer ahmt noch sowas wie eine Schnappbewegung am Boden nach und liegt dann still. Gut, das war Magnus' Aktion. Mhm. Ich denke, Baldrick wird noch warten, weil sich bisher keiner vorbewegt hat. Also Baldrick traut sich nicht von seinen, nicht unbedingt Leibwächtern, aber Mitkämpfern weg. Gut, dann wir hatten einen Schuss von Zensus, oder? Dann genau. Hat Harry noch nicht gehandelt. Genau, dann würde ich die Initiative ergreifen und Harry stürmt auf den gestunten Hund zu und würde den einfach mal, ja, den Kopf noch in die Stufen eintreten. Sobald er das macht, rennt Baldrick dann auch schweren Herzens mit. Gut, dann lass mich überlegen. Ich denke, wegen dem Stun kriegst du wahrscheinlich einen erhöhten Effekt, aber es ist immer noch riskant, weil der andere Hund buchstäblich daneben steht. Kann ich, anstatt irgendwas Relevantes zu machen, kann ich irgendwie den anderen Hund nicht immer wirklich angreifen, aber halt versuchen, in Schach zu halten mit der langen Stange? Ja, durchaus. Also ich denke, das wäre sowas wie... Das ist ein Setup. Oh ja. Ja, du hast recht. Ich wollte gerade sagen, kann man. Das wäre dann ein Setup. Ich möchte das auf Witz machen, aber ich bin mir nicht sicher. Das wäre auf jeden Fall Fighting. Andererseits, ich möchte ihn ja nicht wirklich fighten, sondern halt auf Reichweite halten. Naja, manövrieren. Es ist immer noch ein Hund. Also, du wedelst mit einem langen Stock vor seiner Nase rum. Ich werde ihn nicht wegwerfen. Ich brauche diese Axt. Also es geht mehr darum, wenn er sich irgendwie bewegt oder wenn er Anstalten macht, irgendwas zu machen, dann stupse ich ihn halt einmal. Denn es ist auch immer noch ein Hund. Das ist jetzt keine. Sag du es mir. Lass mich nachdenken. Also ich denke, es ist nicht Prowess, weil das ist nicht irgendwie großartig Kraft. Dann ist es Witz, denn es ist auf keinen Fall Resolve. Nein. Also Reflexe ist ja auch Witz. Genau. Das sind relativ breite Attribute. Naja, okay, naja, andererseits, ich meine, es ist. Ja, auf einer gewissen Ebene stelle ich es mir auch wie eine soziale Interaktion vor. Also du hältst dieses Vieh in Schach.
Right, aber ich möchte ihn ja nicht wirklich davon überzeugen, dass ich irgendwie gefährlich bin, sondern es ihm verdeutlichen, indem ich ihn halt, wie gesagt, piekse, wenn er irgendwas tut. Ja, ich glaube auch, dass es... Oder indem ich halt, wie gesagt, die Axt, wenn er sie eben als Gefahr wahrnimmt, so manövriere, dass er nicht vernünftig hat, auf meinen Kameraden losgehen kann. Okay, gut. Dann, du hast vorher davon geredet, das Ding auszuklappen, oder? Ich möchte jetzt keine Attacke wirklich machen. Also... Mache ich eine Attacke. Okay. Ja, ich überlege nur, weil du möchtest ja die Reichweite von dem Ding haben und die hat sie nur in ihrer alternativen Form, oder? Ja, aber die alternative Form anzunehmen kostet mich ja nichts. Nur damit dann anzugreifen. Ja, okay. Also, kannst mir jetzt was anderes sagen, aber das ist meine Interpretation der Sache. Ja, okay. Ich würfel jetzt erstmal Witz. Wir haben noch keine Position und du hast recht. Ich guck einfach nicht rein. Ich guck einfach nicht rein. Oh, okay, wir gucken nicht rein. Ich denke nämlich, durch die Distanz, die du zu dem Vieh hast, ist deine Position wahrscheinlich tatsächlich weniger gefährlich. Vermutlich kontrolliert, weil notfalls, wenn er irgendwie wirklich einen Satz macht, kann ich immer noch erstmal zurückweichen, weil er noch nicht direkt an mir dran ist. Genau, also ich denke, es ist kontrolliert und der Effekt, ich meine... Ich glaube, der Effekt ist hier egal, weil es geht ja in genau, die Setup dann rein. Genau, das denke ich auch. Okay, dann gucken wir, was du gut machst. Okay, klappen wir auf. 2, 5, 6. Das reicht uns. Ihr habt so viele Würfel. Voldek steht, wie gesagt, tatsächlich da und der andere wird gerade darauf aufmerksam, dass sein Mithund, hallo werte Mithunde, sein Mithund angegangen wird. Und bevor er sich aber orientieren kann, das Bodyguard down, stößt ihm den Axtkopf sehr unbequem in die Rippen und er jault aber auch, er macht halt das Untoten-Äquivalent von Jaulen. Und die beiden belauern sich ein paar Sekunden lang und ein paar Sekunden später passiert hoffentlich irgendwas anderes, denn mehr Plan habe ich nicht. Okay, wird diese Setup-Action die Position oder den Effekt verbessern? Wahrscheinlich die Position. Ich denke die Position. Ja, ich auch. Denn was auch immer er tut, wird ja nicht leichter dadurch, dass ich in den anderen Formen normal halte. Er wird nur unwahrscheinlicher, dass der andere ihn irgendwie angeht. Gut. Dann hatte ich die Position vorher als Desperate angegeben? Du hast noch gar nicht. Du hast nur gesagt, sie ist vermutlich nicht so gut. Und da fiel mir ein, ich könnte was tun. Okay, dann denke ich, dass die Position auf Risky runtergeht, weil du halt, nachdem du agiert hast, nicht den anderen Hund im Nacken hast, weil der tut gerade was anderes. Gut. Das heißt, du hast eine verbesserte Position. Genau. Und dann machst du. Genau, dann nehme ich nochmal den Source Spear, also die Alternate Form. Mhm. Und benutze wieder... Rose, um von vorne die Säge der Länge nach den gesamten Hund einzurammen. Ein chirurgischer Eingriff. Ja, genau. Einmal mit Lichtwellen. Mach aus 1-2. Ich wusste, ich hätte die Blade nehmen sollen und sagen, dass es Appell ist. Das wäre viel besser gewesen. Natürlich. Jawohl, das ist die 6. Aber hallo. Gut, es gelingt. Der Hund, der gerade wehrlos ist, kann von dir... Was wolltest du? Ihn in 2 Hälften zerteilen? Ich würde mal vorne anfangen und mal gucken, wie weit nach hinten ich komme. Alles klar. Also erstmal EU. Gut, dann stößt du ihm die Säge durch diese Stelle am Brustbein, wo ihm eine Rippe weghängt. Und die geht nach hinten durch. Der Hund ist sehr lang, aber das ist deine Säge auch. Und so bricht der Brustkorb auf und der Hund zusammen. Ach, sehr schön. Gut, wir hatten einen abgelenkten Hund, der mit den Augen wie hypnotisiert den Bewegungen der Waffe folgt und auf eine Lücke in der Deckung lauert, um Baldrick anzuspringen. Ich denke, das nimmt auch Baldricks gesamte Aufmerksamkeit ein. So, dass hoffentlich irgendwer anders was tut. Gut, Harry steht in der Nähe, aber Zensus darf zuerst handeln, wenn er will. Aber natürlich will ich. Ich will immer. Und zwar schreie ich Zensus Bombastix und stürme mit meiner Cleaver auf ihn zu, mit Crossbeer auf den Hund. Ja, das bleibt dem Hund auch nicht verborgen. Ich denke,
risky Standard. Also von meiner Seite. Gibt es von deiner Seite irgendwelche Modifikatoren? Ist er nicht noch immer vom Bodyguard abgelenkt? Er hat ihn gerade angeschrien, also... Ja, ja, okay, ja, okay. Deine Ablenkungsaktion war für letzte Runde. Runden gibt's ja nicht. Ja. Aber ich erkenne den Einwand leider neidlos an. Okay, ja, ich würfel auf 1W6, weil mehr habe ich nicht. Und ich habe nur noch einen Stamina, dementsprechend kann ich da nichts einstellen. Moment, aber ich kann dich unterstützen. Ja, das wäre natürlich großartig. Natürlich, ich gebe selbstverständlich Assist, also 2 Stamina aus, damit bin ich dann voll. Du hast dich ja auch endlich wieder enthundet. Genau, und zwar unterstütze ich dich, indem ich mit dir nach vorne stürze, sodass der Hund trotz deines Kampfschreis nicht weiß, von wo der Schlag nun kommt, von mir oder von Zensus. Okay, du hast gesagt, das ist eine Setup-Action. Das heißt, ein Assist. Ein Assist. Ah, okay. Ein Assist, hat er gesagt. Okay, genau. Gut, dann müssen wir weiter nichts machen. Du gibst aber es könnte realistischerweise beides sein, aber... Ja, genau. Ich dann gibt dachte... deine 2 Stamina aus und er kriegt einen zweiten Würfel. Jupp. Der Blick des untoten Hundes huscht kurz zwischen euch beiden hin und her. Er scheint sich nicht sicher zu sein, wen er zuerst angehen soll. Und vielleicht könnte das Zensus den entscheidenden Vorteil verschaffen. Finden wir es heraus. Ja! Ja! Da liegt die 6. Die 1 und die 6. Wir haben auch einen Luck heute. Gut, aber wir hatten, ich glaube, zum ersten Mal keinen erhöhten Effekt. Das heißt, du wirst ihn noch nicht töten. Aber erzähl mal, wie du ihn demolierst. Der Zensus läuft mit dem Beil, das auf dem langen, ausklappbaren Stab montiert ist, auf den Köter zu und schlägt ihn schwingend in die Seite, wobei er ihn sicherlich einige Rippen bricht, was der untoten Kreatur nicht ganz egal ist, aber dennoch nicht genug ist, um sie gänzlich in den Untod zu zwingen. Und wirft sie mit dem Anlauf und dem Schwung, der dahinter ist, sicherlich eineinhalb Schritt zurück. Ja, aus dem zertrümmerten Brustkorb hängt etwas heraus, was die Reste eines Lungenflügels gewesen sein könnten. Der Hund kracht einmal auf die steinernen Fliesen, rappelt sich aber mit wieder natürlicher Geschwindigkeit wieder auf. Und sein Blick huscht hin und her. Er scheint zu wissen, dass seine Position nicht die allerbeste ist. Aber naja, wenn man schon untot ist, Flucht nach vorne. Ja, da Magnus jetzt keinen Stamina mehr hat, setze ich mich auf die Treppenstufe, hole meinen Tabakbeutel raus und drehe mir eine Zigarette. Alles klar. Also ich kann ja de facto wirklich nichts machen und ich warte halt so lange, bis irgendeine Konsequenz eintritt. Lungenkrebs. Ja, genau. Okay, das sind eher die spät eintretenden Konsequenzen, aber you do what you do. Ja, wie gesagt, ich muss ja warten, also von daher. Ja, offen gestanden, dadurch, dass du dich jetzt kleiner machst und... Setz dich auf die Treppenstufen. Das heißt wahrscheinlich, dass du ihm sogar den Rücken zukehrst, weil du kannst dich ja schlecht mit den Füßen bergauf setzen. Das heißt, es könnte sein, dass der Hund dich als sein nächstes Ziel auswählt. Ja, das ist in Ordnung, wenn die anderen ihn halt nicht davor töten. Ja, also der Hund versteht natürlich nicht, was du tust, aber er sieht sozusagen bei da, wo du sitzt, eine Lücke in der Umzingelung und rennt auf dich zu. Die anderen sind, glaube ich, aber noch dran. Möchte jemand den Hund aufhalten? Sonst beißt der jetzt. Magnus und der darf resisten. Das war doch der, den ich in Schach gehalten habe, oder? Ja. Ja. Kann ich ihm irgendwie einfach ein Bein... Hatte ich. Irgendwie mit dem Axt die Beine wegziehen oder so? Ja, sicher. Kann alles klappen. Was wäre das? Ist das ein Action-Roll? Was wäre die Konsequenz hier? Dass er mich angreift. Also ich denke, dass ich doch im Weg bin und er gerne durch mich durch muss. Du willst ihm die Beine wegziehen. Es bedeutet, dass er Magnus jetzt nicht in den Nacken beißen kann.
Aber der Effekt ist jetzt nicht so wie bei einem Stun. Also der kommt dann schon wieder hoch, aber er wird jetzt erstmal nicht Magnus angreifen können. Und möglicherweise bekommst du seine Aufmerksamkeit dafür wieder. Oh nö, dafür bin ich zu feige. Okay, wenn das nicht das Ziel ist, dann bekommst du nicht seine Aufmerksamkeit wieder und verhinderst greif einfach ihn, nur, dass jetzt doch. Auf Magnus geht. Greif ihn an, los! Mach jemand anders was. Ja, naja, die Gelegenheit würde dann Harry ergreifen und den verbleibenden Stamina-Punkt nochmal in verzweifelten Hinterherschlagangriff setzen. Für mehr reicht es ja dann nicht mehr. Okay, alles klar. Der Hund ist jetzt in der Unterzahl. Ich denke, das könnte eure Position zu kontrolliert verbessern. Denn ihr steht im Grunde alle auf ihn rum. Ihr seid alle bewaffnet. Also das klingt für mich eigentlich, als hättet ihr deutlich die Oberhand. Und was den Effekt angeht, naja, also mehr Schaden machst du deswegen jetzt nicht unbedingt. Nee, aber ich würde sicherlich eine vorteilhaftere Situation für Magnus schaffen können. Also wenn der irgendwo links von mir ist und ich dann so eine Drehbewegung von hinten nochmal auf den Arsch schaue, dass er dann unkontrollierter die Stufen runterfällt, weil er mit den Pfoten die Treppenstufen nicht richtig erwischt. Dass er mir zu einem Stolpern wird oder so. Also er hat schon einen Treffer kassiert. Also ich denke, ein weiterer Treffer tötet ihn. Deswegen brauchst du auch eigentlich keinen größeren Effekt. Gut, dann kannst du würfeln, oder? Mit was würfelst du? Genau, ist dann Wit oder Prose? Prose eher, oder? Klingt wie Kämpfen. Ja, klingt schon wie Kämpfen, oder? Okay. Kämpfen ist prinzipiell meistens eher Prose. Pasch ist ein Crit. Ja. Wie bitte? Pasch ist ein Crit, hat Daho gesagt. Ein 6er Pasch. Sorry. Achso, nee. Ich habe nur Pasch gehört. Ich dachte, alles gut. Nur 6er Pasche. Gut. Baldrick hat jetzt im Endeffekt nichts mehr gemacht, oder? Er hat nur drüber nachgedacht. Ja, die zögert, glaube ich, einfach. Okay, gut. Denn ich war mir nicht mehr ganz sicher. Harry hat einen Teilerfolg. Ich habe eine Idee. Ja, gerne. Ich sitze ja. Das heißt, du möchtest gerne Schaden kriegen, ja? Nee, aber also die Idee ist halt, ich bin schlecht in Wit. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so schnell ausweichen können. Das heißt, der Hund kracht in mich rein. Und wenn er mich mitreißt und ich halt die Treppen runterpurzel, nehme ich Schaden. Und wenn ich es entgegen allen Wahrscheinlichkeiten mit dem Wit-Wurf schaffe, dann halt nicht. Also wäre so die Idee, die mir käme. Klingt einerseits nicht dumm, scheint mir andererseits nicht zu sein, wie das System funktioniert. Weil die negative Konsequenz, ich denke, es wäre eher ein Resisten, oder? Ich habe kein Stamina mehr. Also kannst du nicht resisten. Siehst du, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wenn du nicht resisten kannst, dann passiert es einfach. Genau, dann passiert es einfach. Und ich meine, ihr habt ja auch noch alle Heilmöglichkeiten zu diesem Zeitpunkt. Wichtige Frage. Das, was du denkst. Wie viel Schaden nehme ich denn davon? Ein? Nicht viel. Okay, ja, dann würde ich gerne meine Kleidung einen abstreichen und dafür einen Schaden vermeiden. Gut, alles klar. Also, Harry trifft den untoten Hund, der sich gerade auf Magnus stürzen wollte, quasi im Sprung mit seinem Sägespeer. Der erreicht schon sterbend noch Magnus und kratzt mit seinen widerlichen gelben Krallen über Magnus' Rüstung und zerfällt dann auf den Treppenstufen zu einem Haufen Knochen mit ein paar letzten Fleischresten daran. Und so steht ihr da auf den Stufen, klein wenig außer Atem, und seht euch an.